Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bullet Heaven. Und zwar eine Nachsynchro heute. Yay, Nachsynchro. Ist voll super. Denn, ja, irgendwie hat Camtasia, warum auch immer, die Ton auf, also meine Tonspuren verhauen. Sodass die irgendwie asynchron waren, beziehungsweise die, ja, Audiospuren halt, mit Bild und so. Das war halt asynchron und zwar extrem. Eine Verzögerung von, ich glaube, teilweise über einer Minute. Also nicht zumutbar. Und vielen Dank dafür, Camtasia, und deswegen synchronisiere ich das jetzt nach. Geil. Ja, wir gehen zur Lavaschildkröte als erste Amtshandlung. Ja, es wäre kein Problem und dann, ja. Und dieses Vieh, ja, ist halt der extra Boss dieser Welt und ist eine Schildkröte. Und das Vieh hat, ja, irgendwie ein Fable dafür, solche Sachen hier zu machen. Wo jetzt die von hinten kommen und dann irgendwann die Richtung ändern und wieder nach vorne gehen. Während gleichzeitig natürlich weitere Bullets von hinten spawnen. Ja. Ist nicht wirklich schwierig. Und das ist ja sehr, das ist ein ähnliches Prinzip wie vorhin. Aber auch nicht wesentlich schwieriger. Ehrlich gesagt. Und geht auch irgendwie ziemlich schnell down. Ja, das Ding ist schon etwas seltsamer. Diese komische Kugel verfolgt mich und da habe ich mich gefragt, geht die Kugel auch nochmal weg? Aber nein, die geht nicht wieder weg. Und die hat teilweise sehr seltsames Verfolgungsmuster, muss man sagen. Also die verfolgt schon intelligent, weil der einem teilweise echt clever den Weg abschneidet, wenn er nicht aufpasst. Das ist gar nicht so einfach. Und hier haben wir das hier, das mich irgendwie ein bisschen an Uzoho erinnert. Aus Toho 11. Wegen den großen roten Projektilen. Das erinnert mich ein bisschen an die Sonnen von Uzoho. Und nur ein bisschen. Und das hier übrigens auch. Und gar nicht mal so leicht. Aber Death Bomb. Ja. Ich muss erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Und da, ja, ist die Phase auch schon zu Ende. Und hier haben wir noch mehr leuchtende Dinge. Eine nette Phase. Insgesamt ist es ein ganz cooler Boss eigentlich. Mit der Schildkröte. Und ich weiß nicht, was ich hier zu groß sagen soll. Außer, dass noch mehr von den komischen sonnenähnlichen Projektilen auf einen zukommt. Das hat doch echt ein bisschen was von Uzo, oder? Nur, dass das hier wesentlich einfacher ist. Und bisher alles ganz gut. Und diese Form, ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich meine, verstanden schon, aber schwierig. Und Bonuswelle. Jo, noch mehr Projektile. Rot und gelb und auch orange. Ach ja, schön. Und ich mag die Musik. Jo. Aber es ist schade, dass Camtasia ausgerechnet hier im letzten Part sich nochmal dazu entschieden hat, die Aufnahme zu verhauen. Also alle Aufnahmen mit Camtasia haben ganz gut geklappt und dann verhaut das die letzte Aufnahme. Nach dem Motto, ja, einmal muss ich ja verhauen. Ne? Und da habe ich zu spät geschaltet. Beziehungsweise, ja. Weiß, was ich machen muss, ist aber ein bisschen schwierig umzusetzen. Und Bonus failed. Und Ende. Mit einem A-Rang abgeschlossen. Und da ist Text. Ja, ein A-Rang. Ich habe übrigens mittlerweile, muss ich sagen, tatsächlich alles auf mindestens einem Sternrang im Hard Mode. Also alle Level, alle Survival-Level, alle Bosse habe ich mittlerweile auf einen Sterne-Rang gebracht, mindestens. Und das freut mich sehr. Und das schwierigste Level war
in der vorletzten Welt ein Level namens, ich glaube, Goldene Wächter oder so. Oder Himmlische Wächter, auf jeden Fall irgendwas mit Wächtern. Das war das härteste Level von allen. Eine Aneinanderreihung von Mini-Bossen, mehr oder weniger. Habe ich echt eine Weile gebraucht. Und er will eine Review schreiben. Ach ja, die Dialoge sind schon nett. Ich überlege übrigens, ob ich vielleicht auch mal andere Spiele der Spielereihe spielen soll. Das ist ja ein Spin-off von der Epic Battle Fantasy Reihe oder wie sie heißt. Und ja, da könnte man eventuell mal ein Spiel davon Let's Playen. Ich habe sogar eins, noch nicht angefangen zu spielen, aber wer weiß. Vielleicht kommt das irgendwann mal als Let's Play. Aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und hier haben wir die Metallwespe. Die ich insgesamt eigentlich etwas einfacher finde als die andere Wespe. Da fand ich die andere Wespe irgendwie schwieriger. Na, die Metallwespe geht eigentlich die meiste Zeit über. Und ein Diamant. Genau. Und jetzt verfolgen einen die Dinger. Und da bin ich zu langsam. Ja. Und wieder zu langsam. Und auf ein Leben runter. Ich stelle mich da ziemlich blöd an, aber eigentlich ist die Wespe nicht so schwer. Eigentlich. Aber da fail ich natürlich. Muss ja sein. Also versuchen wir es direkt nochmal. Gegen Schmetterlinge. Und Schmetterlinge sind immer wieder eine schöne Sache. Und Schuss, Schuss, Schuss. Ach ja, ich freue mich auf die Osterferien, beziehungsweise Osterurlaub. Muss ich es ja jetzt nennen. Ferien habe ich ja keine mehr. Aber Urlaub. 10 Tage am Stück frei für 4 Urlaubstage. Das ist doch mal was Nettes. Über Ostern. Da freue ich mich. Ach ja. Jo. Das hier ist ein bisschen schnell, aber völlig in Ordnung. Mariechen. Katzenpuschel. Ja. Ach ja. Naja, was kann ich groß erzählen? Während man hier sieht, wie ich diese Form dieses Mal schon etwas besser hinbekomme, aber immer noch fail. Einfach weil ich schlecht bin. Ich mag die Musik. Auch hier. Und da ist die Wespe tot. Und sind wir wieder bei dieser Phase. Wo ich beim letzten Mal einfach in den Boss reingerannt bin. Ich habe mich, ja, was kann ich erzählen? Ich habe mich ja gestern mal ein bisschen über den RPG Maker MV schlau gemacht. Also ein bisschen darüber gelesen und geschaut, was man damit so alles machen kann. Und ja, eventuell werde ich darauf umsteigen. Ich benutze im Moment den RPG Maker VX Ace und ich werde eventuell auf den MV umsteigen. Mal schauen. Weil der scheint ganz cool zu sein. Und das ist schon eine etwas andere Hausnummer. Irgendwie kommt mir der Kampf gerade ziemlich lang vor. Und hier wird die Wespe von Bienenwaben geschützt. Einfach zwischendurch mal aufhören zu feuern für einen kurzen Moment. Und wenn so einen Weg ein bisschen freigemacht hat, kann man das Vieh auch umbringen. Ja. Und an die Phase erinnere ich mich gerade nicht mal. Wow. Ich erinnere mich hier gar nicht. Wow. Ich habe ein tolles Gedächtnis. Oder bin einfach zu unaufmerksam, wenn ich solche Spiele spiele. Aber wir haben schon einen Sternerang. Ich sag ja, die ist nicht so schwierig, die Wespe. Ja, und da soll man wahrscheinlich irgendwie rotieren, was ich nicht hinkriege in dem Moment. Und ja. Bombe klärt.
Und da habe ich keine Bomben mehr. Ja. Und Ende. Und wieder schließe ich ein Level mit 0 Leben und 0 Bomben ab. Fällt mir auf. Naja. Tja. Micha-Wespen. Und Rang 217. Wow. 8 Diamanten und neuer Highscore natürlich. Ein Sternrang, yay. Und der nächste Level. Wer ist denn das nächste? Bionische Biene. Ach, diese Welt, das Puschelchen. Baumhaus des Schreckens. Toller Name. Ja, ja, die ganzen armen Katzen. Rache. Ja. Das ist die beste Nachsynchro, die ich je gemacht habe, glaube ich, weil ich keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll. Man sieht ja, was passiert. Ja, die Knochenkatzen schießen aimed rote Schüsse. Und ich mag die Geräusche, die dieser Boss von sich gibt. Und diese erste Phase ist direkt ziemlich cool. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Cherno. So. Wenn die Bullets blau wären, statt so orange, dann hätte das echt was von Cherno. Und die beste Musik im Spiel spielt während des Bosskampfes. Count of Darkness. Mein Lieblingstrack im Spiel, so ziemlich. Da. Ach ja. Ich glaube, der Boss ist auch gar nicht mehr so schwer. Ja, die meisten Extra-Bosse gehen. Teilweise sind die Extra-Bosse sogar leichter als die normalen, aber auch nur teilweise. Ach ja, er hat die ganze Zeit geschützt mit diesen komischen Knochendingern, die aber keine wirkliche Bedrohung darstellen, weil die feuern nur sehr, sehr wenige Revenge-Bullets, während die abschließt. Deswegen ist die kaum eine Bedrohung, ehrlich gesagt. Da sind die Schilder aus anderen Welten größere Gefahr. Und mit der Sekundärwaffe platt gemacht. Ja, seht ihr, der kommt fast nix, wenn man die Knochendinger abschießt. Wow. Ziemlich ineffektiv das Ganze. Und das, was das Ding sonst so abzieht, ist echt lächerlich. Das könnt ihr in Welt 1 bringen. Aber nicht hier eigentlich. Jetzt sind es ein bisschen mehr, aber immer noch kein großes Problem. Und wow, noch die Frau. Die Bossleiste geht ganz schön runter. Ne? Und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, der Boss selbst feuert irgendwie fast nichts und ansonsten ist da auch nicht viel. Der Boss ist easy. Definitiv zu einfach für diese Welt, also. Und Kreisformation, auch nicht wirklich schwierig, sieht aber cool aus. Vielleicht spiele ich das Spiel auch mal ein bisschen auf Himmlisch. Ich meine, ich habe schon die ersten zwei Level mal auf Himmlisch gemacht, spaßeshalber, aber auch nicht allzu schwer, aber einige der Level und Bosse könnten echt fies werden auf himmlischer Schwierigkeit. Und das sind wieder Kreisformationen. Und hey, da laggt das Video. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gelaggt hat. Aber hier auf dem Nachsynchro auf jeden Fall. Das hat den Ton dann wahrscheinlich so asynchron werden lassen. Ah ja. Wenn es laggt, immer die Aufnahme unterbrechen. Denn dann wird es asynchron. Zumindest relativ häufig. Bei so größeren Lags.
Und da habe ich nicht aufgepasst. Wie so oft. Ansonsten ist die Form eigentlich auch ganz cool. Ist ein cooler Boss. Nicht so schwer, aber ganz cool. Und das war... Ah ja, genau. Jo, keine Bomben mehr und noch ein Leben. Gar nicht gut. Nee. Und Bonus fällt. Und wieder schließe ich ein Leben ab. Ein Level ab mit. Ohne Leben und ohne Bomben. Ja. Stimmt schon irgendwo, wa? Ach ja. Und zwei Sterne noch. Lange geht das Video ja nicht mehr. Und anscheinend laggt es da schon wieder. Ja, ja. Und der Augenboss. Der Augenboss. Eine coole Socke. Und super Wortwitze. In dem Dialog. Nachher. Der Augenboss. Ach ja, die Himmelswelt war allgemein gar nicht mehr so einfach, wie ich finde. Weil hier wird echt ziemlich viel geschossen. So, erste Welle erledigt. Und da ist das Riesenauge. Und direkt mal hier sowas, wo man ein bisschen rotieren kann. Wenn man denn möchte. Du, 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 du. Und wieder super Musik. Und ich fällt, ich sag mal, zwei Leben. Eine tolle Sache. Ja. Der Boss. Was kann man zu dem Boss sagen? Viel gelb. Fast alles, was das Ding abfeuert, ist gelb. Ja. Viel gelb und teilweise auch ein paar Sternchen später dabei. Hat mich ein bisschen an Marissa erinnert mit den Sternchen. Auch wenn es keine bunten Sterne waren, sondern nur gelbe Sterne. Trotzdem. Ja. Und das Ding hat natürlich hier Augen. Kompan. Die aber nicht viel machen, außer die Bewegungsfreiheit ein bisschen einzuschränken. Das ist trotzdem nicht wirklich schwierig. Zumal diese Pfeilspitzen-Bullets da ziemlich kleine Hitboxen haben. Und jetzt von allen vier Ecken. Wow, ich stelle mich echt dämlich an. Sehr furchtbar. Feuer. Da, jetzt kommen die Sterne. Sterne und Kreise. Aber viel zu wenig, als dass das wirklich gefährlich wäre. Es gibt übrigens auch ein Achievement, wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen Augen, also von kleinen Augen abschießt. Allerdings muss man das auf himmlischer Schwierigkeit machen, um das überhaupt schaffen zu können. Ja. Und wieder von allen Seiten. Aber zum Glück nicht allzu schnell. Das geht alles. Und zack. Ja. Und ab da wird es wieder ziemlich easy. Die Dinger drehen sich einfach nur und schießen ein paar Sternchen. Das ist keine Herausforderung. Und die Phase ist vorbei. Und noch mehr kleine Augen, die sich um das große Auge drehen. Und ein bisschen schließen. Und ja. Auch hier wieder keine Bedrohung. Das ist ein bisschen wenig für... Ja, im Grunde den letzten Extra-Boss, wa? Die letzte Welt hat ja keinen Extra-Boss mehr. Und hier haben wir quasi ein Remake, so ein bisschen von der Phase von vorhin. Diesmal mit Sternen. Und tatsächlich auch ein bisschen schwieriger.
weil die Bewegungsmuster der kleinen Sterne nicht so vorhersehbar sind. Und jetzt haben wir, wow, bunte Farben. Tatsächlich mal. Sieht ganz hübsch aus. Und ist auch vorbei. Und schon der Welle 12. Und noch mehr bunte Farben. Yay. Wow. Schlecht. Von mir. Ach, ich mag all die bunten Lichter in diesen Spielen immer. Und die stellen sich am Ende ziemlich dämlich an in den Bonuswellen, wa? Und Bombe und Ende. Jo, das waren alle extra Bosse. Soweit. Und Dialog, den ich mit der Nachsynchro einfach mal nicht vorlese. Einfach so. Muss ja nicht immer sein. Ach ja. Und was als nächstes? Genau. Da wollte ich schauen, ob man noch was freischaltet, während hier dieses Survival-Weltraum-Level macht. Ja, da kann man nicht rein. Meine Güte. Geh doch einfach auf OK und Start. Ja. Was habe ich da so lange überlegt? Und da laggt es schon wieder. Ja, da habe ich mir nochmal alles angeschaut, so. Und dann gehen wir endlich in das Survival Level. Genau. Jupp. Kein zweiter Boss in der Welt. Ach ja, der arme Nolex. Und wieder schöne Weltraummusik. Ach ja, und dieses unmenschliche Viech. Ah, diese Viecher sind furchtbar, weil die unglaublich viel aushalten. Und da habe ich natürlich direkt neu gestartet und diesmal zum Start auch eine bessere Welle gekriegt. Mit normalen Gegnern, die sterben wenigstens irgendwann mal, wenn man auf sie schießt. Ja, also manche Gegner in den Zweifel-Levels vor allem haben echt ein bisschen zu viel HP. Und schon einen E-Rang. Das war easy. Und diese Viecher. Und ein Schild-Item. Ach ja, die Schild-Items sind klasse. Wirklich hilfreich. So ein Schild zu haben. Ja. Das sieht nochmal ein bisschen das Survival-Level von der Welt. Ist ganz schön. Das Survival-Level waren teilweise gar nicht mal so einfach, da einen hohen Rang zu bekommen. Zumal die Bullets auch mit jeder Welle schneller werden und die halten mehr aus, die Gegner teilweise. Ja. Ein C-Rang. Und oh, Deathbomb. Na, ich mag die Wellen nicht, wenn von beiden Seiten Gegner kommen. Die Gegner sind schwierig, alle abzuschließen teilweise. Und dann kriegt man Diamanten nicht, wenn man irgendwelche Gegner verfehlt. Und an das Schwert kam ich leider nicht ran. Und das war's dann auch. Ein B-Rang, genau. Jetzt mache ich es auch nicht mehr lange. Restream und gleich getroffen werden. Genau. Ja. Und siehe da, freigeschaltet. Tatsächlich noch was freigeschaltet.
Ultimative Survival. Genau, nochmal eine große Mischung aus allen Gegnern. Von allen Welten. Genau. Ah ja, wunderschön. Jo. Strom. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Das ist halt das ultimative Survival Level. Leider kein extra Boss in der Welt, was ich immer noch ein bisschen schade finde. Weil ich mochte die Bosse. Aber es stimmt auch schon irgendwo, dass solche Survival-Levels einfacher zu erstellen sind als ein Boss. Spart man sich ein bisschen Arbeit. Ich finde es aber nett, dass der Entwickler das wenigstens selber zugibt. Also da ein bisschen sich Arbeit spart. Jo. Oh ja, diese Viecher sind auch furchtbar mit den Messern von beiden Seiten. Und wieder durch. Und seht ihr, es ist schwer, alle Gegner zu erwischen, wenn die von beiden Seiten kommen. Deswegen mag ich diese Wellen nicht. Und viele Gegner aus der Eiswelt fällt mir auf. Und der Hintergrund ändert sich übrigens auch jedes Mal, während das Survival spielt. Und auch die Musik ändert sich jedes Mal. Oder ab und zu, wenn er neu startet, dann haben wir eine andere Musik. Wow. Aber direkt mal ein B-Rang im ersten Versuch. Gar nicht mal so schlecht. Ja, das ultimative Survival-Level ist gar nicht mal das Schwierigste. Muss man sagen, erstaunlicherweise. Mit anderen Survival-Levels hatte ich mehr Probleme, als es um die Sternränge ging. Und da bin ich down mit einem A-Rang. Jo. Und das war's mit Bullet Heaven 2. Ja, ich müsste meinen ersten Teil irgendwo auftreiben, wenn es denn überhaupt einen gibt. Und den auch mal spielen. Jo. Ja, das war's mit so einem wunderschönen Spiel. Und wirklich definitiv eines der besten Danmaku-Spiele, das ich kenne. Wirklich sehr gut umgesetzt. Viele, viele Möglichkeiten, das individuell anzupassen mit Cheats und Handicaps und eine große Auswahl an Waffen und Zusatzdingen. Also da kann man viel rumexperimentieren, auch wenn ich hauptsächlich das Schleimhäschen genutzt habe, weil ich das einfach am besten finde. Und jetzt kaufe ich noch ein paar, ja, da habe ich noch ein paar Sachen gekauft. Cheats, die einzigen, die mir noch fehlen, für 140.000. Und da ist das Bild plötzlich weg. Wow. Ja, wir... Ja, das war's mit Bullet Heaven und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Also beim nächsten Projekt. Ciao, ciao.